Hey Freunde, wir beeilen uns, denn bei meinem letzten Video, wo ich das Festool Sysrock mit DAB Plus und das Makita DMR112 getestet habe, hat jemand einen Kommentar abgegeben, dass er gerne einen Outdoor-Test möchte mit dem Festool Sysrock. Und deswegen warten wir nicht lange und schießen wir los. Widerlich, Gaming unser Hobby, schießt die Ohren, hör die Lieder nicht. Geh mir aus dem Weg, keine Zeit für diese Spielerei. Warten auf Release, danach wieder mal für Wochen frei. So Freunde, wir sind jetzt draußen auf dem Feld und wenn ihr schon genau hinhört, könnt ihr einen leichten Wind hören. Ich habe aber auch die Geräuschunterdrückung am Mikrofon ausgemacht, damit ihr wirklich alles hören könnt. Ich habe mir die Radios geschnappt, habe die Akkus aufgeladen, damit die auch volle Power haben. Und ich habe jetzt auch abgemessen, alle 2 Meter habe ich einen Eimer aufgestellt, damit wir auch wissen, bei welcher Distanz wir uns befinden. Dann will ich auch nicht weiter quatschen. Ich mache die Radios an, stelle ein Lied ein und dann werden wir den perfekten Outdoor-Test für die Radios machen. Und was ich während des Outdoor-Tests machen werde, ist, ich werde mit einem Akkuschrauber in ein Holzbrett natürlich schrauben, weil eine Flex bzw. ein Winkelschleifer und sowas, das sind alles Geräte, die sind alle viel zu laut und da fokussiert man sich auch nicht auf die Musik, denn da ist man wirklich auf seine Arbeit fixiert. Das Einzige wäre ein Akkuschrauber, weil der ist noch wirklich relativ leise gegenüber anderen Geräten auf Baustelle und deswegen werde ich heute für euch während eines Songs bzw. während eines Liedes natürlich schrauben, denn da nimmt man noch ab und zu ein bisschen Musik wahr. Also, let's go! So Freunde, das war der Outdoor-Test der 2 Radios und zwar, wenn ihr richtig hingehört habt, könnt ihr eigentlich heraushören, dass man von den Akkuschraubern fast gar nichts hört, wenn ihr das Radio in der Nähe habt. Natürlich mache ich jetzt noch für euch einen exklusiven Test und zwar stellt die Radios hinten an der 10 Meter Marke auf. Dann lassen wir das Lied ein bisschen durchspielen, damit ihr euer Fazit selber bilden könnt. Na, let's go! Was machst du da? Yeah, einfach zocken und leben. Egal was sie mir sagen, ihr habt alle keinen Plan. Ihr seid keiner von uns. Ich höre sie immer noch reden und fahren zu einer Lade. Ob mit Auto oder Bahn, Digga, Gaming ist gut. Yeah, einfach zocken und leben. Egal was sie mir sagen, ihr habt alle keinen Plan. Ihr seid keiner von uns. Ich höre sie immer noch reden und fahren zu einer Lade. Ob mit Auto oder Bahn, Digga, Gaming ist gut. Egal was sie mir sagen, ihr habt alle keinen Plan, ihr
lebe keiner von uns, ich höre sie immer noch reden. Und fahren zu Tunnel ein, ob mit Auto oder Bahn, Digga, Gaming ist grund. So, Freunde, das war der Outdoor-Test und ich habe hier schon mal den Sieger mitgebracht. Und zwar hat der Süßrock in allen Punkten perfekt gepunktet, abgeliefert. Und genau, ich hätte gerne wirklich, ich hätte wirklich sehr gerne was Positives zu dem Makita DMR-112 gesagt. Aber wie ihr im Test sehen konntet, vom Klang her, von der Qualität her, von der Lautstärke her, ist der Süßrock einfach weiter vorne anstatt das Makita. Und genau, es ist auch klein und handlich. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also wenn ihr wirklich die 50 Euro über habt, investiert die in dem Süßrock. Ihr seht nur im Test, dass das Süßrock einfach das Makita abhängt in jedem einzelnen Punkt. Aber wenn ihr die 50 Euro nicht habt bzw. nicht investiert möchtet, könnt ihr natürlich auch das Makita DMR 112 holen. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Videowünsche habt, dann ab damit in die Kommentare. Bis bald, schönen Tag euch noch, euer PayJay. Ciao.